Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Flucht 2 zusammen mit Paluten. Hallo! Abonniert beide Kanäle, aktiviert die Glocke. Und in der heutigen Folge werden wir endlich mal dafür sorgen, dass... Leute, dass Schmiddy einen Sohn bekommt. Schmiddy, und zwar der nicht Zweite. Mit dem Esel. Ja, was machst du denn da? Was machst du denn da? Lass doch mal den armen Esel in Ruhe. Was soll das denn? Ja, Manuel, lass uns mal den One-Block ein bisschen weitermachen, weil das haben wir in den letzten Folgen ein bisschen vernachlässigt. Ja, aber Schmiddy? Ja, Schmiddy, lass den armen Esel in Ruhe. Pfui. Sag mal. Nee, er kann einfach, er kann nicht. Hallo, hör doch auf. Was soll das denn? Was ist? Was passiert hier? Jetzt, ich baue den Block da nicht ab. So hin. Ja, ich guck weg. Ui, ein bisschen Knochen, eine Kiste, oh Gott, ein Viecher in meinem Gesicht. Ich helfe dir, kein Au! Danke. Warte mal, genau, ich guck mal eben nach. Die Leute meinten nämlich auch, wir sollten die Äxte mal ein bisschen mehr benutzen. 9 Angriffsschaden, 6 Angriffsschaden. Also wenn da ein starker Gegner kommt, dann nehme ich einfach ab jetzt nur noch die Axt. Oh, oh Gott, hä? Oh Gott! Was oh zur Gott. Hölle? Der hat eine Axt! Dina Spawn-Ei drin, Vorsicht, der macht mega Schaden! Hast du. Du hast ihn geholt. Ja, ja, kein Wunder, der ist tot. Ja, das war ein Spawn-Ei. Dina Spawn-Ei. Ich wusste nicht, was ein Dina ist. Boah, der hat. Der hat halt eine Axt, ne? Der hat genau das angesprochen, was ich gerade sagen wollte. Mit seiner Geilo-Axt. Alter, was ist denn. Warum sind denn Eisensachen nicht mehr Geilo? Weiß nicht. Warum krieg ich denn ihr. Meine Kraft hat sich verändert. Wir sind mega die Lauchs, habe ich das Gefühl. Das sind wir wirklich, ja, das stimmt. Oh, Panda, warum bist du immer so traurig? Oh, was ist das? Nur ein Blitz. Aua, sag mal! Keine Angst, alles gut. Der eine schießt mich hier die ganze Zeit an. Ja, ist egal. Auch, Alter. Lass ihn einfach. Bumm. Kann das sein, dass du mich gerade auch schlägst? Nee. Nicht? Okay. Ach so, oh, mit dem... Oh, okay. Also, geschlagen habe ich den nicht. Wir haben doch was... Ach, wir haben gerade mal einen von diesen Barren. Ey, das ist mein Block. Oh, eine Monster-Party. Ich nehme meine Axt. Da ist ein komischer Haariger. Hey, Jungs, na? Oh Gott, Spinny. Ja, ich schlag rein. Oh, Alter, ich hab gerade richtig Da sind richtig Fette. Oh, nee, Vorsicht. Ich bin, oh Gott, Hälfte Leben. Ich laufe. Ich hab große Probleme. Ich auch. Ich bin vergiftet. Ich hab drei Herzen. Ich geh runter. Ich werd sterben. Ja, der komm runter. Okay. Ich komme. Ich hab... Oh, Alter, ich hab... Nimm mich, ein Herz. Oh Gott. Oh mein Gott. Wo bist du denn? Ich bin da. Oh. Kommen die jetzt auch hier runter? Die kommen doch bestimmt runter. Ich sehe da oben Monsterwächter. Ja, alles gut. Ja, kurz warten. Das sind aber die Spinnen. Das sind aber nur die Spinnen. Ach nur, die mich gerade vergiftet haben und hätte ich keine Milch dabei gehabt, wäre ich gestorben. Ich gehe nach oben mal gucken. Okay, wieder hoch. Ja, ich esse was und dann können wir mal gucken, was da abgeht. Vorsicht, halt dich zurück. Ja. Lass uns gucken, ob wir die von hier unten erwischen. Ja, aber der Vampir ist doch da. Der wird neue holen. Ja, warte. Guck doch, ob man von hier... Ich sehe da wen. Ach, da ist nur eine Spinne. Ja, durch den Zaun kann ich nicht ballern. Nee, man muss... Oh, ich habe ihn eben einmal erwischt. Ja. Ach, den Vampir von da? Ja. Bist du lass uns nach oben bauen, warte. Oh, da war. Oh ja, oh, ja. Ich treffe jetzt hier. Oh, du hast... Ich hab den Aim. Oh ja, alle. Alle tot. Let's go. Dann... Ey, das ist ja die Megataktik. Ja, Paletto. Das ist ein Schaf. Das Brium. Nein, lass das Schaf in Ruhe. Ist schon weg. Oh, die Spinne flüchtet. Schnapp sie dir. Hey, wo sind denn? Haben wir die Viecher umgebracht? Da kommt eine Spinne auf dich zu. Pass auf. Bam. Down. Bam. Ich rette dich. Paletto. Ich rette dich. Der macht das. Alle tot? Haben wir es geschafft? Wir sind einfach nur krass. Ja, aber können wir nicht eine Diarist? Da ist doch einer. Wo? Monsterwächter da unten. Hä? Irgendeiner, der fliegen kann. Das starke Drecksvieh. Ich hab's getroffen, nice. Alter, du bist so eine Maschine. Ja, nee, die Hauptaufgabe ist jetzt Schmiddy. Ich sehe gerade was Lustiges. Was denn? Spring mal, guck mal da runter mit Zoom. Da sind überall unsere Bienen da drunter. Hä? Wo siehst du die denn? Oh, ich hab Angst, dass ich runterfall. Da ganz unten sogar. Da zwei Stück. Ich sehe keine Bienen. Sind da noch mehr? 3, 4, 5? Wo siehst du denn Bienen? Da unten sind einfach Bienen. Glaub mir einfach. Ja, aber ach Mann, dann lass erstmal schlafen gehen und dann ab zu Schmiddy. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Oh, komischerweise ist hier sehr viel frei in letzter Zeit. Ja, da gab's halt einen Unfall, ne? Also,
Damit hatten wir aber auch nichts zu tun. Nee. Wir haben nie mit irgendetwas Sachen zu tun. Was denn? Meine Rüstung ist hinüber. Ja, bei mir ist auch so gut wie alles kaputt. Dann mache ich das hier mal zusammen. Wie viele Dias haben wir denn eigentlich? Ein paar, weiß nicht. 17 Grad. Was? Wir haben nur 17 Dias? Mir fehlt halt eine Brustplatte gleich und eine Hose. Aber da das mit Dias zu machen... Mach erst mal mit Eisen und dann gucken wir mal. Ja, okay. Aber wir müssen doch mehr als 17 Dias... Nee, haben wir nicht. Wir sind richtig schlecht. Warum sind wir so arm? Weiß nicht. Unsere Armut kotzt mich an. Ja, nicht nur dich. Brauchst du auch eine Rüstung? Nö, bei mir geht noch. Ich kam noch ein bisschen. Okay. Oh, hier war noch einer. Was ist das für ein Geräusch? Das kenne ich, das Geräusch. Bau ein bisschen ab. Ja, aber was mit Schmidi? Ja, okay. Aber wo ist denn der... Oh, der ist hier. Der macht hier... Der spricht hier mit einem. Der traut sich? Der, yo. Ja, warte, ich hol Essen. Ja, aber jetzt geht er da woanders rein. Er geht ja schon ins Bettchen. Hä? Warum? Ich weiß nicht. Ist doch noch gar nicht spät. Der war doch gerade erst. Oder hat kein... Nee. Der hat ja kein Auge zugemacht wegen dem Esel. Oh. Ach, die beiden, ey. Ist echt ein schönes Liebespaar. Das ist der Esel aus Shrek. Also, ich bin einfach... Also... Was denn? Nichts. Du kannst weiter dir die Esel-Love-Story ausdenken. Ja, ich schreibe dein Buch. Okay, finde ich gut. Für Bücher lesen ist immer gut. Ganz ehrlich, lesen ist immer eine gute Sache. Ja, aber ob die Leute ein Buch haben wollen, wo es über einen Esel und Schmiddi geht, ich weiß ja nicht. Weiß nicht. Ein Esel und Schmiddi. Alleine im Raum. Denn das ist Schmiddi. Den mag niemand kaum. Denn es ist Schmiddi. Denn es ist Schmiddi. Einfach nur Schmiddi. Jetzt geh doch dahin! So ein Teufelskerl! Den gibt's nur einmal! Hier, nimm das! Schmiddi! Nein! Schmiddi! Nimm das doch! Hilfe! So, Schmiddi, mach mal jetzt, ja? Sei nicht zu schüchtern! Geh nicht zur Schildkröte! Warum ist hier unten eine Schildkröte? Weiß nicht, weil da Wasser ist. Ja, weil da oben, das war doch perfekt! Okay, also der eine baut gerade meine Kartoffeln an und der andere chillt. Hier oben ist auch noch ein Typ. Hä? Achso, ein Arbeitsloser. Hier, warte, ich schieb den. Warte mal. Ja, ich beobachte es. Und. Hui. So, jetzt machen wir was. Ey, wenn die sich jetzt paaren, ne? Dann raste ich aus. Okay, geht. Warum geht er denn jetzt wieder? Ja, warum hat er denn keinen Job? Er schleicht sich jetzt an. Oh. Er schleicht sich an, Alter. Ja. Oh, er hat einen Job. Ja, gut. Ja, er arbeitet. Oh ja, der andere, oh. Das beeindruckt Schmiddi. Ja, weil er an dem anderen hat er kein Interesse. Aber jetzt, wo er richtig Cash-Mash macht, weil Schmiddi ist, man muss schon sagen, Schmiddi ist so vom Typ her mehr so Gucci-Lifestyle. Und da braucht er natürlich auch einen Partner oder eine Partnerin, die ihm was bieten kann. Ob ich das nun gut oder schlecht finde, das ist natürlich jetzt jedem selbst überlassen. Aber, naja. Er sieht halt auch genauso aus, finde ich. Mit dieser Brille, mit seinem Hut. Oh, da kommst du zum Kontakt. Ja, sie. Da fragt er ihn, ob er die neuen Yeezys hat. Was passiert denn jetzt? Hallo? Jetzt, ihr habt doch Essen. Ja, aber er hat nicht die neuen Travis Scott Schuhe. Ja, aber da kann er doch einfach mal lügen. Und sagen, ja, hab ich. Zu Hause. Ne, ich glaube, es ist so, dass sie erst arbeiten und dann kommt das Vergnügen. Du meinst, es ist eher nachmittags? Ja, ich glaube schon. Die müssen halt sich erstmal ein bisschen auspowern. So, und dann am Nachmittag, wenn sie frei haben, dann geht's richtig los. Ja, toll, der eine hängt jetzt da im Wasser. Ja, er wäscht sich. Für Schmiddi? Oh, du bist aber schön gewaschen. Oh, du stinkst ja nicht mehr ganz so sehr nach Scheiße. Meinst du, wenn ich einmal mit einem Bogen reinschieße, dann passiert was? Ja, dann stirbt jemand. Also lass es. Wie ich die beiden gerade hasse, ne? Lass die beiden doch mal in Ruhe. Die haben einfach keinen Bock. Ich wurde angegriffen, ich weiß nicht von wo. Ich kann es nicht gewesen sein, ich habe eine Schere in der Hand. So. Ah ja, okay. Also, sorry, was willst du denn für Beweis? Ey! Hä? Wow. Wolkam, das war hinter mir. So ein Loser. War es etwa der Villager da unten? Nein, lass ihn. Mal gucken, ob der trifft. Okay. Achso. Nee, Alter, das war aber knapp. Nee, warte mal. Probier mal. Okay. Ich beobachte es. Oh, der kommt gut.
Oh, Scheiße! Oh Gott! Oh Gott, warum denn jetzt er? Und jetzt ist ein Golem gespawnt. Du darfst niemanden mehr angreifen. Oh Gott, weil das war ja komm. Warum? Nee, ich darf nicht. Ich Wie darf nicht. Unlucky. Jetzt habe ich auch schlechte Karten bei denen. Nee, nicht unbedingt. Oh, was ist damit? Ja. Hör jetzt ab. Nein! Der eine! Was passiert denn jetzt? Falschen. Ja, ja, das ist richtig. Oh, das ist ja? Richtig. Richtige Richtung? Nein, 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 nein. Ich bring den gleich um, ne? Schieß doch mal rein. Nee, warte. Da! Ist da was? Da ist ein Kind! Der Golem verdeckt's. Jo, jo. Aber von wem war es jetzt der Sohn? Das ist Schmiddi der Zweite. Schmiddi Schmitzer der Zweite. Schmiddi ein. Okay. Schmiddi ein, schnell. Ja, komm mit. Er darf nicht verloren gehen. Ja, warte, warte. Er ist blöd. Er ist richtig dumm. Guck ihn dir an. Wie der Vater, so der Sohn. So, und jetzt, genau. Oh, ja, genau. Geh, ja. Schön. Jetzt. Oh, der kann immer noch raus. Ja, warte, ich brauche einen Zaun. Mach das schön zu. Ich brauche einen Zaun. Weil, falls da noch mehr Kinder kommen. Dann wissen wir genau, wer das ist. Ja, stimmt. Ja, ja. Genau. Weil wir müssen es auch mit einem Schild. Da muss ein Schild hin. Warte, ich mach ein Schild. Hier sind Kuckloch. Zack. So. Und der muss jetzt erstmal erwachsen werden. Hier. Oh, warte. Wohnt. Dann nehme ich mal das Lesepult. Schmiddi. Oder Sekunde, ich mache ein neues. Der zweite. Yo. Schmiddi Schmitzon. Nach all den Jahren. Ja. Schön. Zack. Da. Da hast du gleich direkt deinen Job. Hier wohnt Schmiddi. Der zweite, yo. Ja, was auch immer das bedeuten soll. Dann werd mal groß. Ach, ist das schön. So, auch für unsere spanischen Zuschauer habe ich das Noel Zutrito. Zutrito, okay. Ja, genau so ist das. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist nicht richtig. Doch. Erstmal Zeit, den Block abzubauen. Oh ja. Oh. Ah! Du kannst doch, du hast eine Schere. Kannst du da nicht den Jungen mal anziehen? Verstehen wir noch nicht, wie das geht. Oh. Aber das ist doch... Warte, der zersetzt den Block. Oh nein, der zersetzt unsere Basis. Oh. Als ob. Ach, Schmiddi, ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft. Also wir haben wirklich, wir mussten lange, lange warten. Aber jetzt hast du so reingeknattert. Oh, ich bin wirklich so stolz auf dich. Ich meine, das ist ja auch die natürlichste Sache der Welt. Ach, guck mal. Sag mal. Hä? Mingel. Wie ist... Der hat sich hier reingepackt. Ich hab's gesehen. Sag mal, wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Er ist hier nach links durch und hat sich dann von hier aus ins Bett gelegt. Das nenne ich krass. Okay, dann musst du da schon mal drin bleiben. Ja, aber... Aber wollen wir Schmiddi den Zweiten denn wirklich zu einer Leseratte machen oder wollen wir den mal zu einem... Was? Schmied machen? Nein! Er muss doch... Wir brauchen ihn doch für die Namensschilder. Ah ja. Ach, stimmt. Ah ja, okay. Wozu denn... Die Dias, die kriegen wir. Also wir haben eine Glücksreichspitzhacke. Ja, aber es kommen keine Diamanten mehr. Da kommen noch Dias, vertrau mir. Okay. Bruder, vertrau mir. Ach, guck mal, da Was sind... Denn? Ich bin gar nicht so ein krasses Monster. Ich habe gar nicht alle umgebracht. Warum? Ja, weil die hier oben chillen. Wo? Oder sind das die von vorhin? Da, zwei Leute. Dann hatten wir vermutlich doch mehr. Das kann sein, ich weiß es nicht. Was denn? Wo ist denn der andere jetzt? Welcher andere? Hier war noch ein Arbeitsloser. Nee, hier war keiner. Ach so. Ah ja. Okay. Ich guck mal kurz weg. Boah, also der One-Block, ey, ist schon echt so ein Mysterium. Ja, das stimmt. Finde ich. Hallo? Hi. Willst du ihn nicht... Was denn? Kannst du doch. Guck dir doch den One-Block an. Ja, okay, gut. Okay, ich guck ihn mir an. Ich guck mich mal ein bisschen um. Der war Mingel, stopp! Der One-Block, ey, also Mingel, ist wirklich typ. Einfach ein Mysterium für sich, das verstehe ich auch gar nicht. Stopp, Mingel! Was denn? Lass ihn doch, der Was fällt denn? Aber da! Oh Gott, das war ein Unfall! Ey, das wollte ich! Du bist, also... Also, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich noch mit dir befreundet sein kann. Warum? Ja, was soll ich jetzt getan? Sowas macht man einfach nicht. Wollen wir mal ins Bett und gucken, ob Schmiddi dann erwachsen wird? Also mich nervt, dass seine Mutter damit drin ist. Naja, ist doch gut, dann wird das nicht so ein Psycho. Das ist Josephine. Ich nenne sie immer Josie. Jody nenne ich sie. Aber wie... Das ist perfekt. Wir hatten doch mal... In Minecraft Flucht 1 gab es... Joe? Schmiddi... Und genau, und Joe? Genau. Und... Francine, ja. Und Schmiddi hat doch dann Joe Francine ausgespannt. Ja, der war umtriebig.
Und deswegen hassen wir auch Schmiddy ein bisschen. Und Schmiddy hat uns dann noch verraten, Edgar und Klumpi entführt. Ja, da war einiges. Ach, das war... Also, Schmiddy muss eigentlich echt in den Knast. Naja, aber wir sind einfach zu gutmütig. Ja, wir sind richtige Gönner. Ah, sie reden miteinander. Ja, er ist noch ein Kitty. Oh, du, warte, warte. Oh, Mann, da war doch Mitzel. Oh, Smaragde. Oh, Smaragdos. Dann nehme ich mal die Kiste. Oh, da ist Mitzel wieder. Ach, wir brauchen eh kein Mitzel. Wir haben schon irgendwie 30 Schmitzel. Das reicht. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut in die Videobeschreibung, da ist die Spalette verlinkt. Dazu könnt ihr noch beide Kanäle abonnieren und die Geilo-Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.